Und gab es viel Rauferein? Ja, genau. Genug. Was ja. waren Ihre Schlimmsten? Ja, das Schlimmste, das ich gesehen habe, das war mein Baustich, halt, was ich gekriegt habe. Von so einem Psychopathen halt, der was sich nicht anders helfen hat können halt. Ich meine, ich bin da aufgewachsen, ich bin zwischen Sturhof, Mexikoplatz und Brot aufgewachsen. Also das ist kein leichtes Pflaster auch nicht noch dazu halt. Da rennen viele Hirnschießler um den Turm halt. Das hat sich, ich meine, auf der Straße gegangen ist, wollte mich vom Brot auch ein Homosexueller angehen zum Beispiel. Natürlich bei mir nicht, ich meine, habe ich einen Schädel gehabt. Die Polizei ist gekommen und aus, ich war Treffer, was soll das? Das soll es beweisen. Der hat gesagt, hören Sie, ich wollte ihm nur mal Zigaretten fragen und da haut mir gleich in die Goschen. Sag ich, der ist hergekommen und wollte mir, macht mir da unsittliche Anträge. Nee, auf was soll ich warten? Natürlich, einen tätowierten Langhaarigen glaubt man halt nicht.